Oh shit now, homie. Foreign gang. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5. Yo, nach dieser glorreichen Verfolgungsjagd und unserer Karre, die noch so gut wie ganz aussieht. But if I gotta hang you assholes gut, ein paar kleine Lackkratzer hat sie, aber es läuft. Wir nehmen trotzdem jetzt erstmal ein anderes Auto. Weil ich glaube, mit dem dürften wir extrem auffallen. Was haben wir hier für eine Karre stehen? Ich sollte vielleicht auch mal die Knarre einstecken. Ja, ich glaube, der dürften wir nicht so auffallen. Okay, wir fallen in der auf. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peace talking motherfucker we should have sent to the Middle East. Fuck. No wonder I want to get out of here. No one's stopping you, little homie. Wow, das war ja echt eine krasse Verfolgungsjagd letzte Folge. Die doch ein bisschen sehr lange ging. Okay. Jetzt müssen wir die zwei nach Hause fahren. Mal abkürzen hier. Oh yeah. Hey, läuft. Ja, wenn das nicht ein geiler Stunt war, weiß ich nicht weiter. Ups. Oh, es wird regnen. Motorradfahrer fliegen tief. Ah, die Karre parken wir hier. Hä? Okay. Hier irgendwo ist der Punkt. Ach, hier. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye-yitch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. Stretch ist raus, bestanden. Wunderbar. Neuer Kontakt, Stretch. Ich mag diesen Typen nicht. Okay. Wir haben keine Missionen mehr. Wunderbar. Wo ist unsere Karre? Das ist definitiv nicht diese hier. Wow. Sorry. Okay, wir müssen jetzt zu Michael fahren. Werden wir definitiv gleich tun. Ich hoffe, wir fahren hier auch richtig. Michael ist irgendwo da links, ja, da kann man ein bisschen hier lang fahren. Oh, das lief gut gerade, die Kurve. Ich mag die Innensicht hier. Oh, 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 es wird gleich wieder regnen. Ja. Die fliegen sehr tief, die Motorradfahrer. Den erwischt man noch. Man, I'm sorry, fool. Jo, haben wir erwischt. Läuft. Jetzt sind wir gleich bei Michael. Wunderbar. Haben wir die Außenansicht. Shit. Was ist das Grüne jetzt eigentlich da hinten?
Whoa. Gucken wir da hinten noch, was das Grüne ist. Das grüne Auto da. Und dann fahren wir aber zu Michael. Der scheint wütend zu sein. Unsere Motorhaube sieht ein bisschen blutverschmiert aus. Warum auch immer. Da sind wir doch aber wieder bei Michaels Haus. Hä? Man, fuck this shit. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Du wolltest zu früh abbiegen? Oh, die Karre ist auch geil. Ach, da ist das also die Garage, die hier angezeigt wird, oder was? Ah, unsere Karre steht drinnen, geil. Die nehmen wir gleich mit. Die hätten wir bei der Verfolgungsjagd gebrauchen können. Die ist wenigstens gepanzert. Und wesentlich schneller. Okay, wir fahren jetzt zum Michael. Wow. Kann ich auch. Kann auch hupen. Nee, nur du. Oh, der ist hingefallen. Habt ihr das gesehen? Läuft bei uns. Der ist auch hingefallen. Dass die alle stolpern oder vom Motorrad runterfallen. Wow. Das hätte einen bösen Crash gegeben. Wow, was war das? Was war das? Was war das? Weshalb sind wir jetzt gefallen? Oh Gott, die Karre sah auch schon mal besser aus. Ja? Wir werden aber nicht verfolgt. Wieso steht eigentlich noch minus 150 da oben? Das ist merkwürdig. Das fällt mir jetzt erst auf. Okay, wir parken erstmal unsere Karre hier. Und gehen zu Michael. Was war das für ein Typ? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Okay, jetzt geht's heiß her. War ja klar, dass das irgendwann rauskommt. Okay, Gott, ist die Karre lahmarschig. Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. The tennis coach? Die Nomen liegt schon wieder online, okay. You risk dudes, homie. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Oh, shit. Yeah. Ich glaube, den werden wir verlieren. Oh, Gott. Die Karre einfach mal gar nicht so richtig ziehen will hier.
I ain't gonna let him get away. Auf Franklin wäre hier eigentlich der bessere Fahrer gewesen. The fuck is he? Pushy beer plots, fucking hippie cock! Scheiß Hippie! Man, I think we lost his ass. Alter. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Das war da geplant und wir absiegen. Na klasse, jetzt haben wir ihn verloren. Warum liegt es schon wieder online? Hä? Was geht denn hier heute ab? Okay, this is the turn. Hey! In one of these fucking houses! Yeah, keep your eye out. Ah, ja, that's his car, right there. Little prick's up there, look. Oh, shit! Cole's doing alright for himself. Hey! Asshole! You ran out before we could settle our debts! Michael, bud! You got the wrong idea, man! Hey, think the world owes him a living. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down! Oh, I hope it is, bud! We hooked up, man! You come into my house, take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Okay, jetzt geht's ab hier. Here we go! Haha, let's see what happens! Dude, you are probably crazy! Push the pedal, homie! Yeah! Oh, shit! You sorry now, if you wasn't already! Man, fucking drop it! Oh, shit! Man, I think that shit's coming down, man! Man, get some force on that motherfucker! Oh, fuck! Also, die Bude ist hin. Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no house fires back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Hey, hey. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there! Give me a pawn! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Uh-oh. Hey, man, that's a mean-looking motherfucking essays right behind. Kurz wird geschossen. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. Whoa, shit! Damn! I'll give it a go, man. Keep driving! We can handle this, right? Screw him! Okay, wir sollen zu Franklin wechseln. Hey, come on, kid! Michael? Hey, let's go! Let's leave him behind! Michael, fährst du? Alright, alright! We got a book, man! Go! All right, we managed to lose him? Push the pedal, man. We gotta move. Shoot that gun, kid. That's what it's for.
Hey, let's go. Let's leave them behind. How much distance we got between us? I think you slipped him, man. Okay. We go back to my house and think about this. Wow. Shit. I don't know if you hit anyone. Your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Oh, fuck, man. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe hat jetzt unseren Führerschein eingesteckt. Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Der hat Franklins Führerschein jetzt einstecken und ist damit abgehauen, ohne ihn wiederzugeben. Ist das noch jemand aufgefallen? So what now? Oder habe ich da gerade eine kleine Szene übersehen? Postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Fuck, man. Shit. Klasse. Bestanden. Eheberatung. Oh yeah. Achso, weiter. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Okay. Hier steht schon mal unsere Karre. Aber damit diese Folge jetzt nicht zu lange geht, werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen. Die Folge hier war ja gerade doch actionreich genug. Oh. Doc, hey. Michael,
Well, I'm looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Okay. Cool. Ihr könntet zum Psychologen. Geil. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge erstmal von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo. Oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.